Ja, es gibt viele Ideologien, viele politische Richtungen. Unter einer Demokratie hilft es natürlich, wenn Spitzenpolitiker sich bürgernah geben. Und wenn sogar der Bundeskanzler sich bürgernah gibt, dann soll das auch ein besonderer Ausdruck von Bürgernähe und von Demokratie sein. Am 1. Mai war Olaf Scholz in Benndorf in Rheinland-Pfalz zu Gast, um an einer Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern teilzunehmen. Diese Veranstaltung wurde von der Rheinzeitung organisiert, aber auch mit von der Bundesregierung. Und da ist vielleicht schon bereits der Schönheitsfehler, denn ich meine, keine Regierung wird sich ja freiwillig dem Fraß des bürgerlichen Mobs vorwerfen. Und so ist diese Veranstaltung, die auch live im Netz übertragen wurde, jedenfalls in Teilen eher eine Art Propagandaveranstaltung gewesen. Einen wunderschönen guten Abend hier alle Anwesenden in der wunderschönen Seinerhütte in Benndorf. Einen wunderschönen guten Abend auch allen Zuschauenden im Livestream und einen wunderschönen Abend Bundeskanzler Olaf Scholz. Schön, dass Sie bei uns sind. Und es haben sich über 500 bei der Rheinzeitung beworben, um heute hier mit dabei sein zu dürfen. Wir haben keine Ahnung, welche Fragen jetzt gleich kommen. Sie werden trotzdem auf jede antworten. Und ich würde vorschlagen, wir fangen direkt mal an. Wir nutzen die 90 Minuten gut aus. Wer wäre denn als erstes? Guck, da geht direkt die erste Hand mal hoch. Mikrofon kommt zu Ihnen, zu dem Herrn mit dem weinroten Hemd. Hallo, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Klaus Dietrich. Ich komme aus einem kleinen Städtchen in Rheinland-Pfalz, Meisenheim. Es geht nämlich hier Schlag auf Schlag. Gerne jetzt noch mal eine Dame, Sie mit dem Trenchcoat. Mikro kommt. Ja, Jutta Mannebach, mein Name. Ich komme aus Koblenz und habe eine Frage bezüglich der Tatsache, dass wir ja dem Klimawandel entgegenstehen und schauen müssen, wie wir damit umgehen. So, vielen Dank. Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Paul Freit. Ich komme aus Urmitz, einmal direkt auf der anderen Rheinseite. Mein Name ist Rita Ortzeichen. Ich komme aus Balduinstein. Das ist Verbandsgemeinde Dietz an der Grenze zu Hessen. Ja, hallo, mein Name ist Tino Della. Ich komme aus Kaisersesch. Und wir haben den ganzen Abend jetzt darüber gesprochen, über Thematiken, die Bundesrepublik eine ganze Stange Geld kosten könnte. Mein Name ist Kim Theisen, ich bin aus Koblenz und mich würde interessieren mit der Kindergrundsicherung, die vereinbart wurde. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich meine, es waren natürlich auch ein paar unparteiische Fragesteller dabei, zumindest welche, denen man jetzt nicht nachweisen konnte per Recherche, dass sie Mitglied irgendeiner Partei sind. Aber es muss natürlich trotzdem ein No-Go sein, dass da irgendwie Mitglieder der Grünen oder der SPD vor allem drangenommen werden. Ich meine, wenn es denn schon wirklich 500 Bewerber gegeben hat, dann hätte man jetzt nicht gerade nehmen müssen. Also man muss schon vermuten, dass da eine gewisse Absicht dahinter steckte. Im besten Fall wurde nach der Parteizugehörigkeit nicht gefragt und es ist dann trotzdem Zufall gewesen, aber das geht natürlich nicht. Also man sollte denn schon vorher fragen, sind Sie Mitglied einer Partei, bei der SPD oder bei den Grünen, und sollte dann sagen, nee, wenn Sie da in der Partei sind, dann ist das hier jetzt nicht geeignet, dass Sie denn eine Frage stellen. Denn es soll ja ein Bürgerdialog sein und nicht sozusagen eine Diskussion mit der Parteibasis. Das kann die SPD ja intern selbst machen, aber nicht so einen Bürgerdialog hier missbrauchen, ne? Die Mediatheke, jeden Samstag neu auf Massengeschmack TV, und es gibt dort noch viele weitere Beiträge, die gar nicht auf YouTube erscheinen. Also es lohnt sich, ein Abo bei uns abzuschließen. Jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.